Ja, ihr seht jetzt gerade nur schwarz, dreckig. Ist aber ein Philips CD Player Twin DAC, ein CD604. Ich zeige euch das mal so. Da ist das an Anschlüssen dran. Irgendwas kullert da drinne umher. Das Teil habe ich vom Straßenrand. Das stand da plötzlich am Straßenrand. Mit einem anderen Gerät. Das andere Gerät kommt mal in einem anderen Video. Und jetzt will ich erstmal gucken, ob die Kiste überhaupt noch funktioniert. Ich nehme mal hier ein. Das muss aus dem Raucher. Ich denke, es kommt. Ich bin zwar auch Raucher, aber so dreckig sind ja. So dreckig sind meine Sachen aber nicht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich mache das erstmal nur so grob sauber. Einmal den Deckel abnehmen und reingucken und dann mal gucken, ob die Kiste Strom annimmt. Das andere Gerät, was ich noch habe vom Straßenrand, das ist deutlich mehr legiert, weil die Kupferjäger das Stromkabel abgeschnitten haben und versucht haben, irgendwie das Ding aufzuhebeln, aber das stammt auch aus einer Zeit, dass ein bisschen massiver, noch ein bisschen massiver gebaut wurde. Das hat ordentlich Widerstand geleistet, sag ich mal so. Das sieht dementsprechend auch aus. Ob ich das wieder hinkriege, weiß ich nicht. Versuchen kann ich's. So, ich schraube die Kiste mal schnell auf. Nur einmal so ein bisschen grob. Erstmal will ich das Ding hier gucken, ob das Ding hier irgendwie was macht oder nicht macht. Twin DAC, also ich habe mal geguckt von den Daten her, Baujahr 1990 bis 92. Steht hier irgendwas hinten drauf? Nö. Ja, 9, 12 Watt. In Belgien, ja. Ist aber nicht viel drin. Ist ja nicht viel drin. Aber ein leichter Gelbschleier überall drüber. Die Linse, Fui Deibel, die ist richtig dreckig. Aber, hi. Oh ja, das ist ein Linearantrieb. Die Linse hat den Linearantrieb. Hui, das ist gut. Den gab es auch bei Technics. So, also die Linse muss ich schon mal sauber machen. Das ist schon mal das Erste, das sehe ich ja so schon. Ich hoffe, dass das auch nur die Oberseite ist und nicht unten drunter, weil da komme ich nie ran. Wenn das Ding so doll in Nikotin eingesifft ist. Aber recht gut aus. Würde ich so behaupten, das geht. So. Mit reinigen, ja, wäre schön, wenn ich ein größeres, so ein größeres 2 Liter, 3 Liter größeres
sagt schnell, Ultraschallbad hätte, dann könnte man die Platine ausbauen und die da reinschmeißen und das ein bisschen reinigen. Mal gucken, vielleicht baue ich die irgendwann mal aus und hau da ordentlich Isopropanol drüber und wasche damit so Strom da rein. Strom habe ich ihm gegeben, on. Tut sich nichts. Ups. Da ist schon gar nicht richtig drin. Doch, da hat sich was getan. Ich weiß nicht, ob man das sieht beim Ausschalten. Ah. Jetzt hat sich was getan. Oben. Close. Sind die Kontakte. Was sagt er hier? Error? Ah, jetzt ist er aus. Jetzt sagt er nichts mehr. Mal schnell eine CD. Nochmal JBO. Das ist aber keine Originale. Mal gucken, ob er damit klarkommt. Error. Aber er kann irgendwas lesen. Okay. Vielleicht ist der Laserstrom schon zu gering. CD. Ich glaube, das habe ich alles im Keller gebracht. Wegen Weihnachten da damals. Egal. Ich weiß aber nicht, ob ich Ton rauskriege oder nicht. Muss ich dann mal gucken. Er springt hier rum zwischen 8 und 12 cm. Error. Das ist aber eine Originale. Ich weiß, ich höre schon wieder den einen oder anderen sagen, oh, was ist denn das? Wohl, er hatte ja Probleme. Wahrscheinlich sind die Elkos noch nicht richtig. Ja, macht aber. Ja, ich sehe einen Laser. Was kaputt gemacht, glaube ich. Ja, mach einen Strom raus. Wie kriegt man das Ding da raus? Ich würde das da mal gerne rausnehmen, weil allein schon das Rad hier, das ist so wackelig und ich glaube, das ist auch kaputt. Von unten gibt es noch Schrauben.
Kann ich das ganze Board nur im Ganzen rausnehmen? Zerlegen können, oder? Schalter sehe ich. Hier ist noch eine Schraube. Hier ist eine Schraube. Hier ist eine Schraube. Das ist die Front. Ist da noch eine Schraube? Nö. Nicht so beabsichtigt, aber egal. So. Ja. So, CD-Mechanismus. Was haben wir auch hier rausnehmen können? Nimm mal einmal die Klappe weg. Ja. Oh, das ist. Ja. Oh ja. Oha. Ja. Ich glaube, das habe ich jetzt einem übergeholfen. Ich zoome mal drauf. Bei dem Plastikrad hier. Das ist wie das, was die Schublade bewegt. Das ist hinüber. Das ist wirklich völlig hinüber hier. Kann man das sehen? Ja, dem habe ich jetzt einen übergeholfen. Das ist aber nicht so schlimm. Wenn ich mir das nicht total kaputt mache, kann ich das mit einem 3D-Drucker neu drucken. Das mache ich mir nicht kaputt. Da gucke ich, dass ich das mit einem 3D-Drucker neu gedruckt kriege. Den Durchmesser habe ich. Da ist ein dünner Knüppel. Der ist runtergefallen. Ja. Und das ist das, was auch da drin rumgeflogen ist. Ich sehe da noch mehrere Sachen. Also das kann ich mir neu ausdrucken. Das ist ja noch relativ groß. So, aber ich wollte hier an den CD-Mechanismus einmal. Der Trafo, der ist hier auch noch festgeschraubt. Alles mit T10. Ich glaube, zu der damaligen Zeit gab es noch gar nicht so kleine Torx für jedermann. So. Ich spüre eine Losigkeit. Ups. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber ich muss gar nicht so doll dran ziehen. Ich
Da kommt das Dings in seiner ganzen Pracht. Und das ist der Linearmotor, ne? Ja, genau. An dem kann man auch nicht viel machen. Aber woran erkennt das denn jetzt? Klappe auf, Klappe zu. Aha, anscheinend. Ja, genau. Da ist ein Taster. Klappe auf, Klappe zu. Okay. Da und da gehalten. Okay. Ist ja auch gut gelagert. Ich würde das gerne mal ein bisschen schmieren wollen. Da muss ich mir ein Dings raussuchen. Ein Service Manual. Weil ein Focus Adjust einfach dran rumschrauben ist nicht so schön. Und ein Laserstrom rumschrauben ist noch unschöner. Soll ich aber sagen, das Teil hat 64 Kilobyte RAM. Das Ding hat einen 64 Kilobyte RAM Chip. MN4264P-15. Das ist ein RAM Chip wie im C64 oder C128, besser gesagt. 4 mal, also 4 Bit. 64 Kilobyte. 4 Bit hatte. Sind auch alle angeschlossen. 1, 2, 3, 4. A0, 1, 2, 3, 4. Power. Das ist Ground, ja. Das ist das. Der ist auf 4 Bit angeschlossen. A0, 1, 2, 3, 4. CS, Dings weiter, ja. Der ist auf 4, der hat 64 Kilobyte RAM. Ein CD-Player mit 64 Kilobyte RAM. Hab ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Eine Überraschung. Okay. Laserstrom? Nee. Theoretisch müsste ich ihn aber erhöhen. Theoretisch. Fokussieren tut er ja. Ich suche mir das Service Manual raus. Am besten ist aber erstmal, ich mache die ganze Nikotinsoße hier runter. Dazu muss ich mir dann nochmal so, weiß ich nicht, 2,5 Liter Kanister Isopropanol besorgen. Und das muss ich dann nachdrucken mit einem 3D-Drucker. Das wird ja relativ, das geht ja relativ schnell. Zähneanzahl zählen.
muss ich mir dann noch konstruieren. Und dann passt das. Und den ganzen Dreck hier rausholen, ja. Das ist die Front von hinten und die Front von vorne. Da hat schon einer wohl versucht zu putzen. Ich nehme nochmal ein. Remote Bus Controller. Ja, es hat aber auch einen Remote Controller. Selber müsste er noch haben. Oder? 8 cm, 12 cm Disk Indication High Resolution Fin Duck System. Ja, von Philips. Gut. Aber ja, es ist dieses Gebröselteil hier, das muss ich auf alle Fälle ersetzen. Könnte ich auch nachkaufen, glaube ich, habe ich irgendwo schon gesehen, vorhin, wo ich gesucht habe. Aber ich habe einen 3D-Drucker, warum nicht? Mit PETG sollte das gehen, PLA geht auch. Das ist ja nichts Hochpräzises, das muss ja nur die Schublade auf und zu kriegen. So. Ich setze mal wieder die Platine ein. Ja, das passt auch wieder rein. So. Die Platine. So, da bin ich wieder. Also, Philips hat das ja schon echt servicefreundlich gemacht, aber das Flachbandkabel. Flachbandkabel von hier wieder in den Stecker reinkriegen, das ist echt ein Horror. Das ist wirklich Horror. So, machen wir erstmal wieder das Display an. Dann haben wir ja hier noch ein Kabel. Das war das schwarze. Das ist auch farblich gekennzeichnet. Geht da noch hin. Das ist der Kopfhörer. Das weiße, der geht da hin. So, dann brauchen wir noch den Strom. Warum den denn jetzt nicht da? Irgendwie hinein. So. So, den haben wir auch drin. So. Das ist die Klappe. Ich gebe den jetzt nochmal Strom. Zu gucken, ob er überhaupt noch Strom annimmt. Wo ist er denn? Strom an, aber er fokussiert jetzt gerade nicht mehr. Jetzt tut er es. Ich glaube, der braucht auch noch mal eine Elko-Kur. So. Das war hier. So kann er ja gar nicht. Motor hier.
probiere es jetzt trotzdem mal. Ich mache mal die CD rein. Macht er nicht. So. Jetzt gucke ich gleich mal. Ich schalte mal aus. Da ist noch Saft drauf. Lese. Könnte ein er läuft. Ein bisschen mehr Motorstrom und das hat geklappt. Ja. Ja. Also das macht er. Okay. Die CD nimmt er jetzt. Warum jetzt die Hülle? Keine Ahnung. Warum ich die annehme? Das ist ja eine selbstgebrannte. Hat er jetzt erkannt. Und während ich auf einen Reißnack. Wer mag kein Tier für eine Schnitten AG? Aber das läuft. Also er läuft. Gut. Ja, pack mal erstmal die CD hier rein, bis ich die andere finde. So. Also, das funktioniert. So. Anscheinend sind die ganzen Elkos in Anführungsstrichen taub. Also eine Elko-Kur wäre hier nicht verkehrt. Platine reinigen sowieso. Und ich muss halt eben dieses Zahnradgedönse hier einmal neu drucken. Ich kann es auch nachbauen, nachkaufen. Aber ich baue mir das lieber nach. Mache ich mit einem 3D-Drucker. Gut, das wäre das Ding über das Teil. Keine Ahnung, wie ich das zusammengeschnitten habe. Ich habe hier schon über eine Stunde Videomaterial zusammen. Das werde ich euch jetzt nicht antun. Ja, also ich habe ein bisschen den Laserstrom angehoben. Aber jetzt einfach dran gedreht. Soweit, bis er anfing, überhaupt was zu lesen. Mehr nicht. Und gut ist. Mehr mache ich dann auch nicht. Die Schrauben, die werde ich dann noch gleich mal suchen. Ich schraube ihn jetzt erstmal nur so provisorisch ein bisschen zusammen.
einmal hier das Blech. Zwei Schrauben habe ich da. Das sollte reichen. Das Zahnrad packe ich da erstmal rein. Mache den Deckel jetzt erstmal drauf. Und habe da nochmal einen schönen CD-Player. Gut. Ein schön Philips. So, das wäre erstmal mein Beitrag für heute. Mal wieder ein bisschen Video machen hier auf dem Kanal. Ich glaube schon fast 3 Monate her mit dem letzten Video. Ich glaube kurz nach Neujahr habe ich, glaube ich, das letzte Video gemacht. So, das sollte erstmal so reichen. Ja, ich weiß. Meckern nicht. Ja. Also den CD-Player mache ich noch einmal komplett fertig. Wie gesagt, ich brauche da noch mal Isopropanol. Ich habe zwar hier welches, aber die Buddel ist auch nicht mehr so wirklich voll. Brauche ein bisschen mehr. Oh, weiß nicht, ob ich 2,5 Liter oder was kaufe. Schön wäre natürlich ein sagt schnell Ultraschallbad. Jetzt aus, ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Jetzt steht Ostern vor der Tür, vielleicht kommt da noch mal ein bisschen was. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. So, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.